Von wem? Warum? Von den Amerikanern. Was hast du denn schon wieder getan? Bei den Amerikanern kannst du zu einem Supermarkt Waffen kaufen, aber... Keine Überraschungseier. Nee, Überraschungseier waren zu gefährlich. Das ist kein Witz. Das müsst ihr jetzt bei Google überprüfen. Es ist wirklich so. Die Überraschungseier waren zu gefährlich. Da gibt's jetzt dann die Überraschungseier anders. Da gibt es die Schokolade und das Spielzeug einzeln. Du meinst mit Schwefel und sowas drin? Mit die Kinder? Nein. Die Schokolade ist jetzt extra und das Spielzeug ist extra, aber nicht mehr das Spielzeug innerhalb der Schokolade. Mhm. Aber das Spielzeug war jetzt schon nicht alleine in der Schokolade, es war ja immer... Naja, das Problem war, dass die Kinder schon diese Eier verschlucken könnten, die da drin sind, und die das halt verwechseln könnten, weil das innerhalb der Schokolade war. Und das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist letztendlich, dass wenn da allein sonst mal schon was die für Süßigkeiten haben, dann sollten sie sich nicht Sorgen machen, dass irgendein Kind ein Plastikteil verschlucken kann, sondern lieber, dass überhaupt die Süßigkeiten, die es dort gibt, fressen. Spring das erste Teil da hoch. Dann brauche ich da nicht wieder runterspringen. Der braucht. Der ist so langsam. Jetzt bist du daneben gesprungen. Willst du mich verarschen? Hä? Wo bin ich daneben gesprungen? Du bist bin bei mir gerade hochteleportiert worden. Nein. Doch. Ja, sag nicht nein. Jetzt falle ich runter, wenn ich nicht aufpasse. Wo wollen wir denn hin? Da. Ach, nach oben. Ja, ich habe die zweite Stufe gefunden. So. Da hoch. Ich sag ja, so ein Fliegen wäre richtig toll. Da könnte man einfach den Turm hochfliegen. Das war ein bisschen hoch. Nein, jetzt bin ich runter. Ach. Geh doch kacken. Nein. Ich bin an Stufe 3. Es ist doch alles kacke hier. Warum? Nur so. Ich mach das schon. Dann ist ja gut. Ist das jetzt Cheaten? Ja, hier. Den richtigen Weg, der geht eigentlich eher nur noch um die Datensammlungen. Nein. Hast du versimmelt? Fast. Gut. Ich stecke meine Hand in das Ding rein. Fisting vom Feinsten. So, jetzt können wir aufs Schiff gehen. Ja, endlich. Ich krieg meinen America. Hell yeah. That's what I'm talking about. Come on by for a proper congratulation. Der will aber nicht mit uns ins Bett gehen. Ich hab's noch nie probiert bei ihm. Ich schon. Ja, du bist ja eine Tusse, du darfst das ja auch. Du hast es auch mit dem Roboter getrieben. Bam! Das ist ja was anderes. Er ist ja praktisch geschlechtslos. Bisschen an der Stimulation gestellt, schon ist es eine Frau. Aha. Und was ist, wenn ich dir einen Commander Data hinstelle, der eine Frauenstimme hat? Ich gehe zu Kies. Nein, jetzt renne ich schon wieder rum. Warum? Was denn? Ich mach das. Das haben wir am Anfang gesagt. Du kannst mit dem Sex haben. Dann höre ich aber nicht, was er sagt. Dann musst du es vorlesen. Es wäre eine tolle zweite Amtszeit. Will ich jetzt wissen, wie das hier zustande kommt, Hoffa? Was? Der Roddy-Anzug. Der ist für dich. Nachdem du mit ihm geredet hast, der macht nicht mit mir rum. Er findet, das wäre nur seltsam. Also gegen Lesbensex haben die Entwickler bei Volition nichts, aber Schwule ist nicht in Ordnung. Ich darf auch nicht ran.
Good news. I was able to open the door in the southwest of the city. Turns out this method is really useful. Think you can keep going? If it works, sure thing. Jetzt hat Baller das Gespräch abgecuttet. So, da haben wir unser Dingens hier. Das Sid war hinten oben. Du machst das schon. Du machst das schon. Ein kleines Baby und bin stinkig. You have done well. Now I will no longer be the all the tasks available for you to do. Here is your immediate reward as well. Ich glaube, ich habe die Klos gefunden. Die habe ich schon vor 10 Folgen gefunden. Telekinese-Blitz. Fehlt nur noch Miller. Jetzt, nein, Maler, komm her, setz dich da drauf. Ich bediene die, Knöpfe. Frage, wo Miller ist. Gute Frage. Da geht's nicht lang. Das scheint eine Evakuierungskapsel zu sein. Ich hätte gedacht, nachdem Kinsey wieder vorne ist, dass Miller hier hinten irgendwo rumhüpft. Da ist er. Der hängt hier ab. If it's not too much trouble, I need to better familiarize myself with how the simulation works. Der spielt mit einer Vita. I figure if I watch the changes to the code take place when you do a few different tasks for me, I should get a stronger grasp on the workings of Zin programming. Fine, but I better get something out of this. Und mit dem rummachen? Ja, mit dem geht's. Matt, I've been thinking. We could all be dead soon, so... Was wert. Oh Mann. Du musst nie als Jungfrau, Jungfrau sterben. Nenn mich Nightblade. Oh Mann. Du wiederholst alles, Bala. So. Warte mal. Sicherheitscheck, nicht, dass wir schon wieder zu irgendeinem sollen. So. Gut. Ja, jetzt können wir Hauptmission. Bargeld abholen. Können wir dann Hauptmission machen. Draußen muss ich gleich meine America mitnehmen. Warum kriegen wir eigentlich immer weniger Bargeld, obwohl wir mehr Sachen gehackt haben? Achte mal drauf, wenn du dann dein Bargeld abgeholt hast, wie voll der Balken schon wieder ist. Ja, war. Ach so. So meinst du. Ich geh da ein. Ich verrate Maler jetzt nicht, wo ich hingehen bin. Kein Besuch. Sollen wir ihm sagen, dass ich ihn auf der Karte sehe, wenn ich das Ding benutze? Nein, sollte er nicht. Waffenlager. Wo gehört die America denn hin? Ach da. Zu meiner Dubstep Gun. Oh. Armes Tuffeluffel. Du bist 2000 Meter entfernt, dafür, dass ja, mit Absicht. Ich wollte eigentlich, hier die Sachen hacken, aber irgendwie sind die schon gehackt, obwohl ein Dings dran war, ein Schloss. Ich habe doch die richtige Wahl getroffen. Ausnahmsweise? Du, der kann doch nicht mal eine Barrel Roll machen. Die neue Steuerung ist für den Arsch. Ah. Oh, runter. Was ist jetzt eigentlich dieses Ding, dieses Telekinese mit Blitz? Blitz. Elektrizität. Schock und so. Ja, was bringt's? Weiß ich nicht. Muss ich immer alles wissen? Irgendwie bringt's gar nichts. Ach, hier aussteigen.
Eigentlich brauche ich einen Waffenladen. Wieder? Ja, mein America. Wir gehen jetzt in Fight Cup. Damit ich dir mal eins auf die Fresse gehe. Ach du Scheiße. Baller da rein, Catgirl. Jeder Mann braucht ein Catgirl. Wir sollten eine Partei gründen, Baller. Ach du Scheiße. Was? Welcome to Super Power Fight Club. Ja, komm her. Was? Ich darf nur zuschlagen? Wave one. Fight. Komm her. Bam. Friss Scheiße. Wo bist du, Bala? Der ist immer irgend... Ich hab die Leiche gefangen. Ist ja gut. Wenn man da hingeht, brennen die einen an. Dann überroll sie einfach. Schmeiß sie durch die Gegend. Aber die sterben dadurch nicht, ne? Naja, erst beim zweiten Mal. Das betäubt mehr, als das ist. Die haben auch Dings Telekinese. Das merkst du ziemlich früh. Ich hab grad Energienuckeln an. Ach, muss ich gar nicht. Ich hau dem voll eins rein. Was? Ach, Mann. Can the challenger take the heat? Ja, kann er. Finde ich aber jetzt auch nicht so spannend. Der Nightblade ist ja noch nicht da. Ach ja. Welcome to the arena, Nightblade. Ja, das ist deine Catgirls. Was? Die töte ich nicht. Ach, jetzt halt, hast du gesehen? Wenn du das Ding anhast und hast einen Gegenstand in der Hand, dann verschießt der Besitzer auf die Gegner. Bam! Ah, hier, ich putze gerade Nightblade. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Irgendwas hat mich mit einer Kugel beschmissen. Nightblade, ich dachte, du verprügelst ihn. Ja, bin ja dabei. Warum darf die eigentlich einen Baseballschläger haben und ich nicht? Ah, ja, jetzt brutze ich ihn. Ich stehe daneben und hau ihn. Ist doch egal. Das ist... Bam! Oh, du bist aber fies. Bam. Das wird mir da überhaupt nicht gefallen, was du da machst. Ich kann sogar... Naja, ich dachte schon. Gold! Uhu, Gold! Der zickt, der zappelt sogar noch hier. Faszinierend. Ist er hier? Let's dance. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Gold schaffen, so wie wir am Anfang rumgetrödelt haben. Ja, mir fehlt immer noch diese Linie. Wir machen eigentlich immer nur dasselbe, egal ob behauptet oder neben. Ja, ich weiß, schaltet alles nur Nebensachen frei. Alles nur Aktivität. Es ist eigentlich scheißegal, was wir machen. Ich weiß aber, was wir nach diesem Ladebildschirm machen. Ja, was denn? Ein Cut. Haben wir uns ein bisschen lieb? Kuscheln? Ein Cut? Kuscheln? Na, komm, oder ja. Party? Komm, kuscheln. Toll gemacht, Opa. Hey, cool, schau mal, sogar die Menschen sitzen. Ja, ach nee. Oh, das ist ja cool, das gefällt mir.
Cool. Komm mir nicht zu nahe. Kugelblitze. Ich zünd dich an. Ich zünd alles an, was mir in die Quere kommt. Ja, aber das mit dem Blitzen ist cool, da kannst du sagen, was du willst. Meine Mörder. Sollen wir dann aufs Dach kommen? Cooler. Aufs Dach. Aufs Dach. Das hast du ja fast nicht mitgenommen. So Leute, ihr kennt das Spielchen. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Dann und immer Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Wünschen wir euch noch viel Spaß bei uns auf dem Channel. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Und tschüss.